Viele kennen diese Kantate und für viele bedeutet diese Kantate auch. Es ist eine sehr berühmte Kantate und viele Leute verbinden das mit einem persönlichen Erlebnis. Oder sie hören diese Kantate und wer sich ein bisschen mit der Musik von Bach beschäftigt, den berührt diese Kantate, glaube ich, sehr stark. Und dann bin ich, ja, komme daher und stelle mich her. Ich komme aus dem Bayerischen Wald, aus unserem kleinen Dorf und ich denke, ich stehe plötzlich als sozusagen Repräsentant der Musik Bachs und soll dieses Stück glaubwürdig servieren. Weil wir sprechen ja jetzt nicht irgendwie über eine Hochzeitskantate, sondern wir sprechen über ein Stück, wo die Leute drüber nachdenken, was bedeutet es zu sterben, was bedeutet ewiges Leben. Also wir sind ganz am Kern von unserer Existenz und sie haben ja die Verpflichtung, wenn sie als Sänger das, etwas von dieser Idee zu transportieren, ja. Also eine Glaubwürdigkeit, glaubwürdig zu sein. Wir können, und da kannst du singen, wie du willst, das ist vollkommen egal. Das kann technisch perfekt sein. Wenn es nicht glaubwürdig ist, dann berührt es die Leute nicht. Und das, glaube ich, ist bei dieser Arie besonders schwer zu erreichen und dahin zu kommen, dass die Leute sagen, ja, ich habe genug. Und dann kann man einschlummern und der, nach dem Tod, da gibt es etwas, auf das ich mich freuen kann, ja. Ich habe als ich diese Arie als Gesangsstudent das erste Mal gesehen habe, diese Kantate, habe ich gedacht, das ist ein Druckfehler. Weil für uns Deutsche heutzutage dieser Ausdruck Genung überhaupt nicht geläufig ist. Es ist ein barockes Deutsch und es gibt so viele eigentlich sehr schöne, schöne Dinge in dieser barocken Sprache, die sehr lebendig ist. Und am Anfang fand ich das immer komisch. Ich singe auch immer wieder, weil das Wort genug kommt so oft in dieser Kantate. Ich vergesse es auch manchmal, weil ich singe manchmal genug. Aber genug ist sehr schön, weil man auch als Sänger mit so einem Wort spielen kann. Es ist was anderes, ob ich sage genug oder genung. Genung, das ist ein anderes Wort, ja. Und mit diesem Wort hat Johann Sebastian Bach, für dieses Wort hat er die Noten geschrieben. Das geht ja schon los, ja. Also der ein Problem ja insgesamt bei dieser Beginn dieser Kantate, wenn das kommt, ich habe genug, ich habe genung, ist ja schon einmal die erste Geste. Ist das etwas, also schon rhythmisch. Man weiß immer alles Mögliche über Verzierungen und solche Dinge. Aber ich habe mit sehr vielen Experten diskutiert. Es gibt so viele Meinungen, ob die erste Geste, ich habe genug, ob es vor dem ersten Schlag ist, like, wie ich habe genug, oder ob es ist, ich habe genug. Ich habe genug. Und dann, gut, ich habe genug. Und mit dieses NG führt eigentlich durch dieses, weil NG öffnet auch die Kehle. NG ist eigentlich, obwohl es zunächst verschließt, aber es öffnet die hinteren Räume. Es ist etwas, was subtil innen im Körper etwas öffnet. Und das finde ich eigentlich, ob es Zufall ist oder nicht, aber ich finde, das macht einen Unterschied. Und insofern macht es auch Freude, sich sozusagen so eine barocke Sprache auch für die Expression zu benutzen. Da sehe ich auch mit Simeon die Freude jenes Abends. Okay. Dass Jesus mein und ich sein eigen möchte. Nicht, dass es lang, als Lars es an die Schlüsselwörter. Ja. Es gibt natürlich zunächst diese ganz technische Frage. Du hast drei Arien, die musst du einstudieren. Die erste Arie hat einen expressiven Gestus und in diesem expressiven Gestus eine Aussage, die ich sofort transportieren muss und die sozusagen eigentlich im langsamen Tempo plötzlich sozusagen wie aus einem Atomkern kleine Bewegungen. Es gibt ja plötzlich in diese Arie gegen Schluss, entwickelt ja zwei notierte 32. Bewegungen, die sozusagen, das ist ganz interessant, das ist bei Bach sehr oft, wo aus einem langsamen Tempo, wie aus einem Atomkern, plötzlich sich eine Ziselierung ergibt, die eine innere Erregtheit oder eine innere Bewegung kreiert. Also das ist so rein gesangstechnisch
eine Herausforderung am Anfang. Dann haben wir diese total ruhige Arie, Schlummert ein, wo ich manchmal denke, alles, was du zu viel machst, alles, was du vielleicht manchmal zu viel interpretierst oder wo man nicht natürlich singt, vielleicht manchmal schwierig ist. Auf der anderen Seite wollen wir interpretieren, wir wollen das verstehen. Das ist immer so eine Balance, wie weit kann ich gehen, was nützt dem Stück? Und dann am Schluss eine klassische Bravour-Arie, ja, die viele Koloraturen hat, eine rhythmische Fertigkeit verlangt und die dann, manchmal ist die Arie sehr tief, der verlangt dann, das ganze Orchester spielt und muss dann, ist dann irgendwie da und dann denke ich mir immer, gut. Aber das sind sozusagen diese, erst einmal diese technischen Probleme, die zu lösen sind. So bitte ich dich. Ah, okay. So bitte ich dich, Kolon. So bitte ich dich. Lass. Und natürlich musst du atmen. Ja, nein, verstehe ich schon. Ja. Ich denke mir immer, wenn man so ein Stück einstudiert, ich weiß nicht, wie es in der Zeit von Bach war. Ja? Wir können nicht nachvollziehen, was Bach gedacht hat. Es gibt viele Anhaltspunkte natürlich und es gibt viele, man kann viel studieren darüber und viel sich denken. Aber jetzt als Mensch, ja, als Thomas Bauer, kann ich sagen, muss ich mir immer eine kleine Geschichte bauen. Und die Geschichte in dieser Kantate ist, wenn man so will, zuerst, ich habe genug und dann heißt, und deswegen schlummere ich ein, und aber aus barocker Sicht, dann kann ich mich freuen auf den Tod. Ja? Und das ist ja heutzutage, also es ist sozusagen eine kleine Dramatik, eine Geschichte innerhalb dieser Kantate. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um irgendwie für sich heute als Mensch im 20., 21. Jahrhundert inzwischen nachzuvollziehen, was einen bewegen kann. Denn diese ganze Todessehnsucht, das ist als moderner Mensch nicht so einfach zu verstehen. Ja? Wir verbannen alles, was mit Tod zu tun hat, heute in eine schöne Klinik oder so und dann ist das weg. Aber dieses Thema Tod, was kommt nach dem Tod, was hat das mit meinem Leben jetzt zu tun, das hat die Leute maßgeblich bewegt in dieser Zeit und das muss man irgendwie versuchen zu verstehen. Ich glaube, die Haltung ist mal die, ich bin nichts auf dieser Welt, ich bin Dreck, ich bin Staub und wenn ich schon mal akzeptiere, dass ich nichts bin vor Gott, ja, ich weiß nicht, wie religiös man sein muss, aber das ist die Haltung. Und aus diesem Nichts kann ich erstmal, also im Weihnachtsoratorium heißt es doch auch so, ihr höret unser Lallen, ja, alles, was du als Mensch tust, ist erstmal nichts. Und dann hast du so eine Musik wie Bach, ja, also von unglaublicher Schönheit. Und dann ist es immer noch nichts im Vergleich. Und das ist für uns nicht, ja, aber auch für Bach. Ich glaube, das war die Haltung. Und so etwas zu verstehen, ja, das ist schwer heutzutage. Und das ist, glaube ich, so eine Aufgabe, einfach mal so runterzukommen und das zu sehen. Und letztendlich, also ich kann immer nur sagen, wenn Sie mich fragen, wie gehe ich an diese Musik ran oder was ist die Schwierigkeit, ich kann nur sagen, ich gebe alles, ich versuche alles zu geben, weil das ist die einzige Möglichkeit, sich so einem Werk zu nähern. Alles andere weiß ich nicht.